damit gleich alles passt. Vielleicht habe ich dann noch ein bisschen mehr Glück. Weil ich laufe ja hier jetzt mit dem letzten vom letzten rum. Nee, ganz so hoch will ich halt noch nicht. Geht halt auch erstmal. Einmal. Und dann vielleicht Küchen. Irgendwas für weniger. So. Ist jetzt nicht gerade besser, aber immerhin ein bisschen. Immerhin besser als gar nichts. Es kommt schwerblütiges Meer. Kommt schon. Lasst es losgehen. Es wird unbedingt Zeit, dass ich mal Glamm kriege. Wie lang so eine Minute sein kann. Jetzt. Ich hoffe, es kommt wieder mit Ansagen. Und es gibt Ansagen. Ist es wieder der gleiche noch?
Ah je. Ach ja, ich brauche 3. Oh nein, Krabben. Keine Krabben, bitte. Alles, nur keine Krabben. Ich bin auch noch 13 davon. Und ich habe eine Krabbe. Eine. Eine ganze Krabbe. Egal, das ist aber keine Krabben. Da geht das Ganze schon wieder los mit den Krabben. Ja, so Krabben. Stufe 40. Muss gleich wechseln. Am besten jetzt einmal. Ich werde alles hinkriegen, nur diese Krabben wieder nicht, glaube ich. Ja, yeah, noch eine Krabbe. 4 von 13. Ein scheiß Delfin brauche ich noch. Angeln. Bald kann ich auf jeden Fall nicht mehr weiter angeln. Dann bin ich auf 40. Auf 50, meine ich. Jetzt ist erstmal Schicht im Schacht.
Und Krabbe. Das ist keine Krabbe. Komm schon. Ja gut, kann ich direkt. Der kommt nicht mehr. Kein Krabbenglück. Was starten? Aquam, dann Grill. Okay. Bin ich ja schon drauf. Komm schon. Wir brauchen Fischis. Ach, komm schon. Shady! Na? Alles gut? So, das erschalten? Moral von Arbeit, oh no. Aber wenigstens hat es jetzt Feierabend. Ist ja wenigstens was Gutes. Oh, du kannst dich jetzt noch ein bisschen entspannen. Aber wie geht's dir denn sonst? Außer, dass du wahrscheinlich fertig und kaputt bist. Tot, oh no. Aber shady. Die 2 Tage zusammen 5 Stunden geschlafen. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht viel. Aber da können wir uns zusammentun. Da können wir uns wenigstens zusammentun. Ich habe auch nicht viel geschlafen. Katzis hatten gestern Abend Kotzanfall. Oder gestern Nacht, besser gesagt. Da sind die aber auf die Kleinen Süßen jetzt mal aufgepasst. Ich meine, jetzt auch nicht so der Brüller. Aber ich konnte eh nicht schlafen. Man macht sich ja dann eh nur die ganze Zeit Sorgen.
Von daher, ja. Das war's dann mit dem geruhsamen Schlaf. Ich brauch Krabben! Ich reg mich jetzt gerade nur drüber auf, dass ich wieder keine Krabben krieg. Komm einfach nicht zu punkten. Sollte sowieso unbedingt mal Klassenquest machen. Zumindest mit dem Fischer. Bin nicht unbedingt sicher. Ob ich wirklich die Krabben vollkriege. So, das sollten wir jetzt wieder tauschen. Ich habe jetzt 12 Level gemacht. Insgesamt heute 22, glaube ich. Ich es einfach mal mit dem hier versuche. Ich meine, mehr als versuchen kann ich ja nicht. Jetzt die großen Punkte dadurch kriege ich jetzt auch nicht. Ja, dann Blaumagier Levin. Oh je. Blaumagier ist ja gar nicht meins. Macht bestimmt Spaß, den Blaumagier zu leveln. Eine dumme Klasse, also die Leute holen alle für mich und ich mag die Explosion. Ach. Wie gesagt, ich kann mit dem Blaumagier null anfangen. Ich finde es einfach nur eine sinnlose Klasse. Die ist so sinnlos. Das ist nee. Ich weiß auch nicht, was daran. Nee. Die meisten feiern es einfach nur, dass sie sich umbringen können. Kann ich auch, wenn ich nach Aoi stehe. Oder mich töten lasse. Ich weiß nicht. Ich werde mit dem irgendwie. Nee. Ungefähr wie mit dem schwarzen Magier. Mag ich auch nicht. Ich komme doch 100 pro wieder nur auf 4800. Dann noch nicht mal. Dann noch nicht mal. Auf das Ding. Fast Level 50. Nice. Level 50 bin ich fast mit dem Fischer. Innerhalb eines Tages. Achso, Quatsch. Grill.
Und Blaumagier ist mit bestimmten Skills komplett broken. Echt? Wie gesagt, ich habe mich einmal an dir versucht und dachte mir nur, nein. Aber nein. Also meine Physis kriege ich nicht. Meine Krebse, meine ich. Er kann einfach Sachen one-hitten. Ja, gut. Aber du kannst ja mit dem Blaumagier ja nicht einfach so in die Indies, ne? Du musst ja immer in anderen Gruppen, ne? Lukas war da doch. Entweder Gruppe oder Solo. Mhm. Solo macht bestimmt Spaß. Alter, ich brauche noch so viele Krabben. Ich brauch Krabben. Phantomströmung wäre noch toll. Was sollte man dann? Und dann wieder auf den. Ich krieg zwar Krabben, aber das wird nicht reichen. Ich krieg einfach zu wenig von den Viechern. Ich bin 46. Kann ich den mit Klassenquest noch auf 50 kriegen? Also nicht mehr heute, sondern allgemein. Vor der nächsten großen Fahrt muss ich da sowieso bis auf die Quest holen. Noch eine Krabbe. Ach, war klar. Natürlich reißt er sich vom Haken. Wäre ja auch zu einfach. Könnte bitte mal in die Strömung kommen. Bitte. Danke. Oder ein bisschen noch. Es wird wieder so knapp. Toll, 47. Oh, ich habe eine Karre. Noch eine Karre. Drei Stück fehlen noch.
Wie gern hätte ich jetzt einen Doppelhaken. Okay, das kriege ich heute noch auf. 50. Ja, bin ich mal gespannt. Nur die Krabben kriege ich wieder nicht vollständig. Wie jedes Mal. Naja, 5700. 100 pro. 5 Punkte fehlen. Wieder Glück und bekomme morgen endlich ein neues Haus. Nice. Däumchen sind gedrückt. Will ich es wissen? 100 pro 5 Punkte. Oh mein Gott! 10.000! Beim dritten Versuch. Geil. Bis jetzt war ich der Einzige, der daran teilnimmt. Ja, wie gesagt, Daumen sind gedrückt. Kannst dann ja gern morgen berichten. Kannst sehr, sehr gerne berichten. Errungenschaften. Tada! Das Witzige ist, ich kriege den Hai überall. Nur nicht auf dem Schau, wo ich ihn gerne hätte. Oh. Aber egal, ich hab den Hai. Ich hab den Hai, Hai auf meinem neuen Main. Das will ich mehr. So, dann mach ich jetzt einmal kurz Klassenquest mit dem. Und dann bringen wir den jetzt erstmal 50. Dann kann ich mit dem Gärtner oder mit dem anderen anfangen. Vielleicht bringe den einfach auf 70. Aber erstmal muss ich sowieso Klassenquest machen. Hallo Aidaria, ich habe eine Bitte an dich. Kannst du mit einem unserer Kunden sprechen? Er scheint ein Seemann der Quirkin zu sein. Wir sollen ihm ein paar Fische beschaffen. Keine große Sache. Leider sind alle unsere Fischer im Moment zu beschäftigt, um seiner Bestellung nachzukommen. Könntest du sie vielleicht übernehmen? Er steht am Eingang der Gilde und heißt Chuchu-Un. Geh einfach zu ihm und frag ihn, was er haben möchte. Fischer wahrscheinlich. Chuchu-Un Seefahrer. Du Fischer. Chuchu-Un sucht Glitzerfische. Glitzerruhen auf Schiff fahren und Glitzerfisch sehen. Glitzerfisch aus Silber im Meer. Glitzerfisch springt aus Wasser raus. Chuchu-Un sie fragen, wie Glitzerfisch schmecken. Chuchu-Un will essen Glitzerfisch. Du bringst Chuchu-Un 5 Glitzerfische, ja? Du fragst Sisipu, wie Glitzerfische am besten fangen. Nice. Ah, Chuchu-Un weiß also nicht einmal genau, was er will. Da fragst du besser beim Gildenmeister nach. Vielleicht ist er wenigstens dazu zu gebrauchen. Gildenmeister Vavalgo scheint zwar recht faul zu sein, aber er hat die 7 Meere Eosias wirklich besegelt. Es ist ehrlich gesagt eine Vanille-Enzyklopädie, wenn es um Fische geht. Bin immer gespannt.
Die sind halt. Also eigentlich ist es ja nur noch ein Level bis zur 50. Wie bitte? Du willst etwas über Fische wissen? Ich hatte gerade ein wenig Angst, weil ich dachte, du wärst eine Attentäterin im Auftrag von Sisipo. Ich hatte vor kurzem ein wenig Hunger und habe mich über Sisipos Dorsch und Schlafrock hergemacht. Ein exzellenter Fisch übrigens. Hoffentlich findet sie das nicht heraus. Oder mir geht's an den Kragen. Nun gut, zurück zu deinem Anliegen. Du willst also Informationen zu diesem Glitzerfisch. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Dolchfisch. Es gibt nichts allzu viele dieser fliegenden Fische. Silber und glänzend. Ja, diese Eigenschaften passen zu einem Dolchfisch. In Lensa Luminsa wird dieser Fisch kaum gegessen. Auf den Inseln weiter südlich wird aus ihm Fischbouillon gemacht. Außerdem mögen die Leute dort seinen Roggen ganz gern. Ich vermute, dass du ihn im westlichen Lanosea finden kannst. Genauer gesagt, der in Nähe des Leuchtturms Braubake. Ein richtiger Geheimtipp, wenn ich das so sagen darf. Allerdings ist diese Angelstelle für Anfänger kein einfaches Pflaster. Aber für jemanden wie dich, der sogar das Möwenauge beherrscht, wird es bestimmt kein Problem sein, oder? Einen kleinen Tipp habe ich aber allerdings für dich noch. Der Fisch, um den es hier geht, ist sehr neugierig. Er springt auf sich schlängelnde Köder am besten an. Du solltest es mit einem Rattenschwanz versuchen. Ach so, fang lieber gleich 5 Durchfische, man kann ja nie wissen. Mhm. Also ein Rattenschwanz, ja. Aber ich wahrscheinlich nicht. Jetzt brauchen wir einen Pillendreher. Nee. Aijo, muss ich einfach wieder nach oben. Wissen wir aber eh wegen der Hauptquest. Kein Ding, kriegen wir hin. Jo. Brauche ich wahrscheinlich eher alles nicht am Marktplatz aushängen. Oder? 16. So, ihr könnt schwallen. Huch. Am 3.8. Hier. Die, von denen ich mehr als einen habe, stelle ich rein. Huch. Nein. So, einfach mal gucken. Nein. Das kann ich sicherlich nicht dafür anbieten. Alles reinstellen, was nicht nied- und nagelfest ist. 16. Oh, 100. Okay. Huch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Thalia-Kobbe. Mal 500. Passt doch. Auf keinen Fall. Nicht wieder hoch.
Jo. Mal gucken, ob man damit überhaupt was los wird. Weiter runter gehe ich damit nicht. Bleib dabei.